Physiker der Universität Innsbruck bauen den bisher kompaktesten Quantencomputer. Bis jetzt sind Quantencomputer Einzelanfertigungen gewesen, die ein 30 bis 50 Quadratmeter großes Labor gefüllt haben. Innsbrucks Physiker wollen ihren Quantencomputer aber auf kleinstmöglichem Raum unterbringen. Gleichzeitig soll dieser Computer die in der Industrie üblichen Normen und Standards erfüllen. Das ist den Physikern jetzt gelungen. Ihr Quantencomputer findet Platz in zwei 19-Zoll-Server-Racks, wie sie in Rechenzentren auf der ganzen Welt verwendet werden. Um den Computer zu bauen, haben die einzelnen Bausteine erheblich verkleinert werden müssen. So nimmt das Herzstück des Quantencomputers, die in einer Vakuumkammer eingebaute Ionenfalle, nur einen Bruchteil des bisher notwendigen Platzes ein. Die Ionenfalle stammt auch aus Tirol, nämlich vom Tiroler Spin-off-Unternehmen Alpine Quantum Technologies.